Sagtest du runterspringen? Boah, Hemmung. Ja, Hemmung. Und durch Rutsch. Alter, wie lange ich das denn nicht mehr gehört, ey. Ja. Hemmung. Hast du Hemmung gesagt? Ja. Ja. Hemmung. Oh, was man deswegen schon alles getan hat, Meine ey. komischen lila Balken werden immer größer. Meine Oh ja, meine auch. Verderbnisbalken. Oh Gott. Was ist denn da? Nicht so schön. Ich habe hier irgendwas klickern hören. Warte, da. Klicke, Nee, klack, klick, die ist klick, schon klick, tot. klick. Oh, der Arme, was ist passiert? Ich auf der anderen Seite sagst du, also hier irgendwo. Ich sehe da hinten eine Ruine. Wie ein Skorpion. Ja, ich Ich sehe auch einen verdurste, ich Skorpion. verdurste, oh Gott, ich verdurste. Warum? Weil ich nicht trinke. Stimmt. Ah. Birr. Oh, Skorpion. Und nicht. Da schreit jemand. Littrin. Ich habe eine Spinne gehört. Ich habe eine Spinne gehört. Das kann aber auch ein Ich habe gar Skorpion nichts gewesen sein. gehört. Die klingen sehr ähnlich. Auch ein Spinnentier, stimmt. Lass uns mal hier Die haben einen runtergehen. ähnlichen Dialekt. Andere Seite. Was, andere Seite? Wir wollten doch auf der anderen Seite Spinnhöhle suchen. Ja, hier irgendwo. Nein. Zum Beispiel, da geht's nicht, da auch nicht. Hier auch nicht. Wo war denn die andere? Die andere war da. Die laufen auch gerade irgendwie überhaupt keine Spinnen durch die Gegend, ne? Das müsste ja eigentlich schon wieder die andere Seite sein, wo ihr jetzt unterwegs Skorpion. Nachfolgen. Aber da unten ist Wasser und da kann ich meinen Trinkbeutel mal auffüllen. Oh. Skorpion. Skorpion. Ja, vielleicht ist auch eine Skorpionhöhle. Vielleicht? Ist auch gut gezogen, pass Rasse. auf. Von wem? Skorpion. Oh, da war noch einer. Egal. Ja. Wo hast du denn einen gesehen? Oh. Links. Ey, ich hab eine Schlange gefunden. So, Mädels, wo haben wir uns denn jetzt gerade hier schon wieder überall verteilt? Ja, ich bin hier. Das weiß ich nicht. Was auch immer ihr gerade macht, ich muss hier aber kurz stehen bleiben. Ich habe einen Hasen gefunden. Eine Hasenspur. Was für ein unfassbar spannender Stream. Ich habe eine Schlange gefunden. Ich habe einen Hasen gefunden. Was auch immer ihr Und ich macht, weiß, wie ich die bleib Engel hier gelaufen. stehen. Voll geil. Allein die Ihr seid die Besten, ey. Kommt mal wieder hoch hier. Ich hab Mars gewonnen, ja. Herzlich willkommen bei Conan Exiles Oster Edition. Wieso, was sagt denn eure Temperatur? Ich habe gerade Schaden gekriegt, weil mir sehr heiß war. Deswegen sagte ich Oh, gerade, ich mir muss ist mich es mal gerade kurz hier in den lieber. Fluss setzen. Nö. Jetzt ist mir mittlerweile nämlich nur Bei mir noch. kam nur gerade eine Meldung, du bist zu geil zum Sterben. Kommt mal hier hoch. Und ich wandere Oh, runter. ja, Chef. Jetzt bist du runtergekommen? Ja, jetzt bin ich runtergekommen. Ey, verarschst du mich oder was? Komm mal hier Ja, hoch. Hui, und runter okay, ist geht er. hier hoch. Ja, also eigentlich, ich Ah. bin der Meinung, es müsste hier eigentlich noch zwei Höhlen geben, oder? Oder Also, das denke ich haben wir nicht schon. deutlich genug nachgeguckt? Es Und ist dann ja die nur eine Geburne Vermutung rennt die denn schon unsererseits. wieder. Es ist nur eine Vermutung, genau. Geburne rennt die denn schon wieder. Da waren vier Sockel, wir haben zwei Steine gefunden. Naheliegend wäre vielleicht noch. Vielleicht weiß ja irgendjemand von unseren Zuschauern was. Also, wir haben Wer fünf nicht Zuschauer zuschreit. gerade. Hey, Genau, der Erste, der schreibt, der gewinnt eine Weltreise mit Jonna. Das sagt der Rechner natürlich. ist Ja, bekannte genau. Höhle, nicht die erste Höhle. Die Höhle hatten wir schon. Ja, wir suchen doch Immer noch. nur gerade, Alter. Und die Frage ist, wenn wir alle haben, wird's dann besser? Ich bin beschossen worden. Bespuckt. Ja, kommt die Spille von heute hinten. Aua. Ich bin ja von hinten.
Aua. Wenn schon wie wir hier durch die Gegend purzeln, weißt du, so eine, kleine Spinne. Hallo. Hallo. Ich verarsche oder was? Willst du dir im Hintergrund noch einen schütteln? Dann mach aber, dann dreh richtig auf. Du willst ja alles hören, wa? Oh, ja, nee, doch nicht. So. Seht ihr was? Der Felsen hier schimmert seltsam lila. So war auch nichts hier, ne? Also ich sterbe jetzt, weil mir extrem heiß ist. Nice. Was? Also ja, mir ist heiß, natürlich. Ja, aber. Mir ist extrem heiß und ich verliere Hitpoints. Und zwar ziemlich schnell. In knapp einer Minute bin ich tot. Ja, dann geh doch runter zum Wasser. Ah, oh, hier ist es nicht. Erstmal wiederfinden, da unten. Lauf da mal runter. Nein, ich glaube, du bist vom Skorpion verfallen. Ander. Ander auch. Da unten ist ein Palmen und geht wahrscheinlich auch Wasser. Ja, weil er vom Skorpion verfolgt. Hier ist Wasser. Hallo? Hier runter. Hört er mich? Ja. Wieso reagiert denn nicht? Und uns das voll nicht interessiert, was du immer erzählst. Okay. So, seid ihr jetzt irgendwo im Wasser? Hallo? Ja. Ja. Warum sehe ich euch nicht? Ich bin nämlich auch im Wasser, ich sehe aber keinen von euch. Abkühlend. So, jetzt bleibe ich mal einen Moment hier drin. Oh, ist ein Krokodil. Anda, da ist ein Krokodil bei dir. Seid ihr ober oder unterhalb des Wasserfalls? Wir sind beim Krokodil. Beim Boss-Krokodil schon wieder. Ich hab Fackel. Wo bist du, John, da? Ich hab Fackel. Ja, oh, Alter, ich rede die ganze Zeit mit euch. Aber es interessiert ja irgendwie keinen, dass wir uns nicht finden. Doch, doch. Der hat mir grad Fackel. Du bist im Wasser. Ja, ich bin im Wasser und sobald ich rauskomme, wird mir wieder sehr heiß. Ich bleibe jetzt einfach mal einen Moment hier drin. Aber ich weiß halt nicht, wo im Wasser. So viel Wasser ist hier ja nun nicht. Mach auch mal eine Fackel an. Na, Stein. Ich sehe keinen von euch. Ich sehe nur den Scheiß, den die Exe die ganze Zeit auf mich schießt. Auf der Map. Ich jetzt sterbe ich, weil die Echse auf mich schießt. Wirklich. Ah, da unten bist du, Tjönde. Den Fluss in die ganz andere Richtung. Ja. Ich gehe nochmal zu Tjönde. Oder schwimmen, eher gesagt. Rumpel, 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 rumpel. Rumpel, rumpel. Rumpel, rumpel, rumpel. Ah, ich kühl wieder ab. Auf den Weg. Da ist jemand. Es ist der Feind. Killt ihn. Gar nicht. So. Tolle Gesangseinlagung, ich weiß. Ja. Ah, da flackert es. Ja. Im Balkon da. Beim Fremden, ich weiß. Ah, ich kann euch sehen! Ach, ist das toll! Was für eine Wiedersehensfreude! Ja! So! Also mein Spielrand ist auch so blutig rot markiert die ganze Zeit. Bist du vergiftet oder schon? Hast du vergiftet? Ja, aber ich sehe nichts, da steht nichts. Hast du irgendeinen. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Ja, jetzt weniger als gerade eben. Du bist heiß. Der ist die ganze Zeit heiß, ja, muss hier raus. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ein Viertel.
Ja, siehst du, das ist der Grund, warum dein Bildschirm umrahmt ist, weil du gut, kurz vorm Ablacken bist. Ne, wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause. Wir müssen doch einfach noch hier oben längs irgendwo. Oben längs irgendwo. Wir sind hier irgendwo längs geschwommen und dann da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Euch war aber die ganze Zeit normal heiß, ne? Ja. Ja, das kannst du aber skillen. Zu, wenn du das nicht geskillt hast, das Widerstehen, das gehört, glaube ich, zu Überleben mit dazu. Doch, habe ich geskillt. Das kommt auch an, wie hoch du es geskillt hast. Aber ich habe ein Schwert gefunden bei dem Skelett gerade, was Kälteresistenz bringt. Achso, dann macht es dich vielleicht Hitze. Dann macht es dich vielleicht Hitze. Der Bär steht da hinten noch rum. Hast du den mitgenommen? Wer hatte denn den Bären? Anna. Kanna hatte den eigentlich die ganze Zeit. Ja, 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 kann jetzt, er sagt, und er sagt auch ja. Ja. Wo ist der? So, da ist er. Oh, ja. Rubberband. Ich hab's gehört. Er hat ja gesagt. Ja. 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 Er hat ja gesagt. Ist das schön. Oh, muss was essen. Was esse ich denn mal schön? Ist das hier? Das eine Fackel brauche ich wohl gerade nicht. Pizza. Pizza? Pizza. Ich hab Fischstäbchen gegessen. Nee, das ist irgendwie nicht. Doch, oder? Müssen wir denn lenk? Da drüben müssen wir hin, genau. Da hier rüber. Ja, wir machen ja gleich Schluss. Ja, wo bist du? Bist du hochgeklettert, oder? Der Opa wieder hier. Ich habe auch meine Arthritis-Tablette noch gar nicht genommen. So, hier drüben geht's hoch. Wir sind fertig. Es ist so richtig, als würdest du aus der trockensten Wüste ins Paradies kommen. So sieht das hier immer aus. Wo seid ihr? Wo bist du? Im Paradies? Ja. Hier steht einer noch auf der anderen Seite rum. Wo, zu mir soll ihr kommen? Hier sind Elefanten und. Ja, da sind wir ja schon gestorben. Das ist der Fall. Zurück, das sind Tiger. Ja, habe ich doch auch gesagt. Oh, oh, da steht einer. Geil, aber, aber da sind Elefanten und. Huh? Geil, und Tiger und. Oh, und der Tiger frisst mein Gesicht. Oh, schön hier. Oh, Andi ist auch da. So. Jetzt fehlt noch einer. Ne, zwei fehlen noch. Genau. So, hier. Ja, ja, ich depp. Oh, nicht schnell genug. Oh, gib mir mal dein Pfeil. Das Eisenkeule ist bald kaputt. Ja, du hast recht. Das Klima ist wirklich hervorragend. Ja. Es lindert. Lindert, heilen. Genau. Ein Wolf! Ein Wolf! Ein Wolf! Wieso geht eigentlich nicht auf mich? Hä? Wer ist dumm und steckt der Fisch? Der Wolf ist. Warum geht er nicht auf mich? Er ist dumm und steckt. Du bist überlastet. Hey, warum bin ich auf einmal überlastet? Ja. Ach so, einer ist auf mir drauf gesprungen. Ander, ich bin ein Ander. Kanda, Ander. Ander, Ander, ja. Ander, Kanda. Granda, Randa. Ich meine, wir müssen hier hoch. Irgendwo. Aber dieser Infekt, der geht hier momentan so. Oh, das Wolf. Hier ist Wolf. Mal hier rum, mal da rum, mal hier rum, mal da rum. Und schön, direkt neben gestochen. Geil. Irgendwie leckt es mir. Mir auf Arbeit hört sich das momentan an, als würde ich im Krankenhaus arbeiten. Von überall. Hulle, hulle. Und Bärchen so hat schon wieder ordentlich eins auf die Nase gekriegt. Kanda. Nil. Nil? Nili. Nille? Nille? Hier. Links, 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 links. Was? Wo? Oh, jetzt habt ihr zwei Wölfe gepullt. Ihr seid so eine Lappen, ey. Was du? Vermute ich mal. Das ist, weil wir hier direkt in der Nähe von dem, direkt in der Nähe von dem Wolfsbau sind, wo auch die Wolfsjungen. Warum mit dem Eisenstreitkolben?
bin an das Schiff aufgestiegen. Oh, der sagt das. Achte da immer nicht drauf. Ich bin Stufe 35, bald. So. Ja, dann sind wir ja wieder zu Hause, wa? Hui! Wo ist das Haus? Ah, hier. Endlich. Yay. Ja. War so heiß in der Wüste. All den Jahren. Ach, es war so heiß in der Wüste. Oh ja. Oh ja, es war so heiß. Erst mal Bett abstellen. Ja. Ach, gut. Brennend heiß. Mit Sonnen. Mit schön. Schön war die Zeit. Schön. So, was habe ich denn so? Wohin mit den Spinnfäden? Wenn wir dafür noch keine Truhe haben, ich weiß gar nicht, wo wir es wahrscheinlich brauchen werden. Das sind die exotischeren Sachen, die liegen, glaube ich, hier drüben. Dann schmeiß ich hier in die Kiste mit rein. Schmeiß meine da auch mit rein, warte. Okay. Das sollen exotische Dinger sein? Ja, mein. Nicht eher Baseball. So. Mach hier den Ast reinpacken. So, den Bären habe ich hier vorne hingeparkt, ne? Jo. Schön, dass du den Bären eingeparkt hast. Hast du den hingeparkt? Wo hast du den hingeparkt? Hier draußen vor der Tür. Oh, welche Tür? Ah, die speziellen Kristalle, wohin packen wir die? Das ist Werebär, das ist Petzold. Oh. So, da. Die Kristalle habe ich auch noch hin. Ender, übrigens, vergiss nicht den blauen Kristall hier, wo wir ihn zu packen. Die Kristallkiste. Wo ist denn irgendwo? Irgendwo, keine Ahnung, wo wir die Kristalle reinpacken wollen. Ja, machen wir einfach dahin. Da? Ja. Rezept Krokodil. Roter Kristall. Das ist natürlich die Frage, was frisst so ein Krokodil, ne? Was frisst so ein Krokodil? Fisch, Fleisch. Fisch. Wir schauen mal Fisch. Fisch auf jeden Fall. Können wir mal was aus der Reuse holen, ne? Ein Krokodil, das kein Fisch frisst, ist kein echtes Krokodil. Kannst du ihm gleich sagen. Genau. Ja. Der Dorfrat hat beschlossen. Kanda, ich leg dir auch noch was hin. Ach, mach doch uns leer. Jawohl, vielleicht brauche ich das noch. Oder auch nicht. Ach. So, Talent. Was kann ich nice gehen? Wir werden sehen, ob sich da was bewegt. Also Wildfleisch können wir hier noch ein bisschen abladen. Imker! Ein Stück voller emsiger Honigbienen. Schrei doch nicht so. Ich glaube, ich werde Imker, Spaß. Ja, wieso machst du? Ihn bist du mal nützlich. Hintern gestochen. So, wir bauen einen Imker rein. Das weiß ich nicht. Ja. 20 Holz und 4 geformtes Holz. Geht eigentlich noch. Wenn wir geformtes Holz hätten. Hattest du geformtes Holz nicht in Auftrag gegeben? Natürlich. Wo? Ja. Bevor wir losgegangen sind. Ja, lol. Dann nehme ich mal die Hälfte auf. Er ist bescheiden geworden. Naja, wer lässt dann ja auch oft genug. Auf seine alten Teile. So. Leder kann hier noch mit rein. Anna ist schon wieder eingeschlafen, oder? Nee, ich gucke mir gerade das Schwert an. Ja, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler mit dem Überhitzen. So, wieso? Das kann ich sonst noch so. Ich habe Kanda jetzt mein anderes Schwert gegeben und habe das Auge des Wächters behalten. Ach so. Dankeschön. Das mit dem Effekt mit Kälteresistent. Ja, ja, ja. Aber das kann ja nicht dazu führen, dass man dann nicht mehr abkühlt. Also, dass man total überhitzt. Also. Doch. Total kacke. Doch. Du bist ja vor Kälte geschützt, die dich kühlen würde. Ja, toller Plan in der Wüste. Mhm. Keine Schubkarre bauen. Wie cool ist das? Faule Fleisch wollen wir doch auch behalten, ne? Wo bist du gerade?
In den Kompost. Da, komm mal mit. Wo bist du denn? Ich bin hier gerade auf der anderen Seite zur Tür rausgelaufen. Hier, ah, ja. Hier. Faules, faulendes Fleisch kannst du immer in einen von den beiden Komposthaufen hier reinschmeißen. Ah, gut. Man kann später Sprengsätze machen. So, nichtsdestotrotz, es ist schon wieder ganz schön spät. Oh, Captain Warthog, da bist du ja. Captain Warthog, na, wie war die Geografie-Crashkurs bei Professor Bienlein? Professor Bienlein hat gesagt, es gibt ungefähr 37.538.000 Milliarden Paralleluniversen, in denen Wien wohl in der Schweiz liegt. So, eat this. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Und dann muss, das musst du jetzt glauben. Ja, und das Thema ist hiermit beendet. Ja, genau. Keine weitere Diskussion, bitte. So. Was hast du gesagt? Ab wann kann man Bierfässer bauen? Spät, ne? Ich glaube 40 oder irgendwie so. Also war, dauert echt lange. Armin, du bist auch noch dabei. Ist ja... 37 kann man machen. Fass, keines Fass, Fass. Es gibt gar keinen Platz für Wien, wenn ich mich erstmal ausbreite. Wie soll man das jetzt verstehen? So, dann. Nächsten Dienstag. Wieder wie gewohnt Generation Zero, ne? Ja. Wenn der Rechner will. Wenn der Rechner Gott will. Ja. So Gott will. Also wir wollten, aber der Rechner Gott wollte nicht. Am besten verstehst du nicht, wie bei Geografie. Oh Mann, alter Schwede. Andere Menschen werden beleidigt, aber... Ich muss jetzt leider aufhören zu streamen. Tschüss. So... Ja, wir haben schon wieder ganz schön viel Material verschlissen. Vorschlag wäre, dass wir uns entweder... Muss ich mal lügen? Ich hole mir nochmal die ganzen Bienchen. Morgen Abend vielleicht irgendwie nochmal eine Runde zocken und mal wieder ein bisschen Materialien sammeln. Oder jeder macht das irgendwie... Ich lasse den Server laufen, wir machen das irgendwie mal so. Dass jeder mal ein bisschen was sammelt. War jetzt nur ein Vorschlag. Beides wäre doch locker möglich. Also kein Stream morgen, sondern wir spielen für uns sozusagen. Können wir nicht trotzdem streamen? Also ich werde dann nicht streamen. Du kannst natürlich gerne streamen, wenn du möchtest, aber ich weiß ja, dass wenn wir nicht streamen und es ist kein Streamtag, dann ist das noch lauter im Hintergrund, ja, als es bei Andi heute schon war. Ja. So ist das. Die Räumlichkeiten sind eben schwierig. Genau. Was hält der Rest von morgen? Bienchen. Ja, so locker, ja. Müsste ich gucken, muss mal funktionieren. Und mal gucken. Man kann ja, ich lasse den Server laufen, wir können ja spielen, wer Bock hat, und vielleicht treffen wir uns ja zufällig. Ja. Zur gleichen Zeit da. Und ansonsten würde ich sagen, halt Materialien sammeln und mal ein paar Sachen rausfinden, skillen und so weiter und so fort, damit wir. So, warte mal. Damit wir dann beim nächsten Mal wieder irgendwas vorhaben können. Ah, ich bin schon 23. Bei den Rittern kannst du das nicht lernen. Österreich und Wien war damals noch unentdeckt. Ach so. In den Gebirgspässen verschollen. Du bist schon 12? Wer ist 12? Hä? Oh. Er ist schon 12? Ich bin schon... Auch 12. 3x12. 4x12. Nicht ganz 4x12. So. Ja gut, ich lege mich dann jetzt... ich gehe dann mal in meine Feste zurück. Lauf dich nicht. Oh, die ist ganz übersichtlich. Ja, genau. Ja, wirklich.
Nur mal gucken, ob Freya da drüben noch steht überhaupt. Die kann ich von hier. Oh, ist das nicht toll? Wenn ich auf meinen Schlafzimmerbalkon gehe, dann kann ich Freya von hier unten anhimmeln. Es ist mir total klar, dass das nie eine eigennützige Aktion ist, sie in mein Haus zu stellen. Hallo, Winke, Winke. Oh, und ich stelle gerade fest, ich habe auch noch eine eigene Bogen. Nee, es ist Typ I. Geh weg. Geh weg von mir. Dann können sich jetzt immer Pfeile hin und her schießen, was? Ja, genau. Und auffangen. So. Genau, wir müssen beiden noch eine Zielscheibe hinstellen. Guck mal, du kannst sie nur ansehen. Geh da weg! Geh da weg! Geh da weg! Alter, warte. Wie viel Gesundheitsschaden macht dein Bogen? Du alter Bogen, ey. Mein Bogen? Gesundheitsschaden? Ja. Also wenn ich mir damit auf den Kopf haue, sehr doll. Dann hau feste drauf. 7. Ja, dann komm mal her. Aber ich hab doch so einen coolen... Nee, du stehst ja da drüben jetzt. Ja, komm noch mal zu mir. Ja, spring, Fokus. Ich hab dir gesagt, du hast den falschen Winkel für dein Haus, deswegen können wir keine Seilbahn bauen. Ja. Oder Hängebrücke, oder? Ja. Hängebrüste oder so. Hm? Hängebrüste. Wir bauen uns Hängebrüste. Toll. Was, sie hat einen besseren, oder was? Ja, dann geh mal in ihr Inventar. Ich glaube, morgen werde ich da... Uralter Bogen. Ach, die Sklaven haben nämlich, da habe ich auch mein Schwert her, deswegen fiel mir das gerade ein. Sie hat ein eisernes Breitschwert, das macht 16 Schaden. Aber dann kriegt sie ja meinen schönen Yumiyagi-Bogen. Das ist auch nicht schön. Yumiyagi. Das musst du wissen. Ja, dann habe ich hier toll, weißt du, jetzt war ja ein toller Tipp, jetzt habe ich so einen uralten Bogen. Okay, pass auf, ich schubse dich vom Bein. Wie sieht der aus? Naja. Sieht ein bisschen aus wie aus Eisen gegossen, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, aber was war ein sehr guter Tipp, danke. Bitteschön. Sehr freundlich, sehr freundlich. Die muss ja hier, sie muss uns ja nur verteidigen. Ja, eben. Ich habe dein Schachfeld noch gar nicht zu Ende gebaut, ne? Da fehlen die äußeren Figuren noch. Ja, ja. Muss ich auch mal. Die Türme fehlen noch. Wo stand denn, wann dieser Angriff von denen erfolgt? Im Winter? Die Purge-Leistung, die ist schon weg. Ist schon durch. Ja, die ist schon durch. Die ist schon durch, genau. Der Server, ich hab vergessen, den Server auszumachen. Darum lief der Server die ganze Zeit. Die sind schon durch und sind wahrscheinlich hier von, weil der erste Purge, der ist ja ziemlich albern. Ja. Entweder haben sie nicht dieses, nicht das hier angegriffen, sondern irgendein anderes Camp. Ja, okay. Und wenn sie hier angegriffen haben, sind sie von unseren Wächtern zerpflückt worden. So, warte mal. Ich empfehle Gesichtscreme. Funktioniert diese Brennnesselsalbe oder so? Eine Schweizer Seilbahn. Captain Vardarox. mir erschließt sich der Zusammenhang der letzten zwei Posts irgendwie nicht so richtig. Ah, es wird Abend und der blöde Husten kommt wieder, ey. Das ist doch was Schönes. Stufe. Hä, Moment. Geografie vor Professor Bienlein, habe ich verstanden. Ach so, habe ich auch verstanden. Captain Vardarox, wenn du dich ausbreitest, hat Wien keinen Platz mehr. Am besten verstehst du nicht wie bei Geografie. Bei den Rittern kannst du das nicht lernen. Österreich und Wien waren damals noch unentdeckt, habe ich verstanden. Ich bin schon 12. 12 was? Wenn er sagt, er ist schon 23, dann bin ich 12. Achso, irgendeiner von euch behauptet, er wäre 23? Nein, niemals. 23, ich bin 35. Das wünscht ihr mal nicht. Was? Jemand hat gesagt, ich bin 23. Ach so. Ach hier. Ah, Spinnweben kam hier bei Dings. Kanda hat bestimmt gesagt, er ist 23, aber meint er damit sein Level, oder? Ja, genau. Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. Wie waren die Worte? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, was er hier schreibt. Ich bin schon 12. Hä? Völlig verzweifelt. Bin die Tastatur gebissen wegen dir. Und jetzt empfiehlt er Gesichtscreme. Okay. Ja, was 23? Level 23. Ja, man hat hier, pass auf, zeige ich dir, da oben steht die Stufe. Der hat schon 23.
Die haben ja ein bisschen früher angefangen als er. Ich bin ja noch so stolz drauf, ja. Ja, ja, ja. Ich habe wieder Punkte zu vergeben hier. Aber das mache ich alles, wenn wir uns morgen vielleicht auch nochmal treffen. Na. Gut, ihr Süßen, dann müssen wir jetzt leider Schluss machen, auch wenn ich mich gerne mit meinem Geografielehrer weiter unterhalten würde. Als wenn du was zu melden hättest. Ja, genau. Aber vielleicht sehen wir uns ja am Dienstag wieder mit Generation Zero. Habe ich wieder voll Bock drauf. Ja, ganz sehr cool. Musste diese Woche leider ausfallen. Und dann am Donnerstag wieder Konön. Bis Dienstag. Bis Dienstag, wir freuen uns. Ja. Alles klar, alles andere, wer noch da ist. Tschüss. Jetzt hätte ich gerne diesen Winnie aus den 80er, weißt du, diese leuchtende Kugel. Tschüss. Ja. Ciao.